Herr Müller, beim Kauf von Kibun-Produkten wird darauf hingewiesen, dass es erste Aktionen geben kann. Ist es möglich, dass eine neue Stelle anfängt weh machen oder eine Stelle, wo man Beschwerden hat und darum Kibun-Produkte kauft, dass die dann noch mehr weh macht? Ja, das kann natürlich sein, oder dass ein Schmerz am einen Ort verschwindet und am anderen Ort sich etwas entwickelt. Weil wir sind im Laufe des Lebens Schonhaltungen verfallen. Wir unbewusst tun wir eine Seite mehr belasten. Wir stehen vielleicht von Haus aus schon mehr auf einer Seite. Das ist auch, das führt zu einer Schonhaltung. Und im Kibun-Schuh wird jetzt der ganze Körper viel gleichmäßiger belastet. Wir haben auch Studien, die zeigen, dass man sofort weniger hinkt, wenn man auf weich elastisch federnden Materialien läuft, dass man symmetrischer wird. Das kann aber dazu führen, dass man eine unbewusste Schonung, die irgendwann einmal vor vielen Jahren entstanden ist, dass man die am Anfang überlastet. Und dann ist es halt so wie in einem Fitnesscenter, wo man ja auch nicht irgendwie 20 Wiederholungen macht oder 100 Wiederholungen, sondern man fängt mal mit weniger Wiederholungen an oder man legt am Anfang weniger Gewicht auf. Sonst gibt es einfache erste Reaktionen wie Muskelkater, Gliederschmerzen oder irgendetwas. So ist es schon. Also es kann, oder das ist ja, wollen wir ja auch, dass es etwas, dass das Tragen vom Kibun-Schuh oder das Anwenden von der Kibun-Matte etwas am Körper verändert. Also Sie möchten bewusst Erstreaktionen mit dem Kibun-Produkt auslösen? Wir möchten natürlich nicht bewusst Erstreaktionen auslösen, aber es ist nicht zum Gehen, wenn man aus Schonmuster herausbrechen will, dass man in ein neues Bewegungsmuster hineinkommt. Und es wird im Laufe der Jahre viel verschiedene Muster, wo in unseren Neuromyofaszien sind, also im Bewegungsapparat inne sind, Schonhaltungen. Es gibt verschiedene Ebenen von Schonhaltungen und die müssen alle raus und der Körper soll symmetrischer werden, soll beweglicher werden und da ist es nicht zu verhindern, dass man halt mal wieder irgendwo ansteht. Das heißt, dass der Körper irgendwo durch ein Zeichen, das kann ein Schmerz sein, kann eine Müdigkeit sein auf einer Seite, es kann auch ein unangenehmes Gefühl sein vor dem Schmerz noch, dass das Zeichen kommt, wo dann der Beweis ist, dass man irgendetwas wieder soll ändern. Also Sie und Ihres Team sind sich den Erstreaktionen bewusst. Sie kennen das auch. Ist das bei jedem Patienten der Fall? Und kann das langwieriger anhalten, die Erstreaktionen? Man kauft ja mit dem Kibun-Schuh nicht einen normalen Schuh. Man kauft ja ein Trainingsgerät, das am Körper etwas verbessern soll. Und wir wollen die Veränderung, wie schon gesagt. Und wir wissen, dass Veränderungen passieren. Darum haben wir auch ein Team bei uns von Bewegungswissenschaftlern, von Physiotherapeuten, von Ärzten auch im Umfeld, die einem beraten können. Unsere Händler vor Ort, die wissen auch einiges darüber, aber wenn die anstehen, dann ist unser Team da, das einem sicher gut beraten kann, was man machen soll, wenn man so eine Erstreaktion spürt. Ich kann mir vorstellen, dass man als Kunde, wenn man so ein E-Mail oder die Information überkommt, dass man zuerst vielleicht ein bisschen abschreckt. Haben Sie da vielleicht irgendwie eine Quote, wo Sie können sagen können, so viele Leute erleiden die erste Aktion oder bei so vielen Leuten funktioniert es von Anfang an, dass man so ein bisschen das Verhältnis dafür hat? Ja, es gibt schon Menschen, die kein Verständnis haben für die ersten Reaktionen. Dort muss man dann halt schauen, wie man mit ihnen den Weg findet. Und dort gibt unser Team gibt ihnen Tipps und versucht ihnen klar zu machen, dass es nicht am Schuh liegt, sondern dass es halt der Schuh wie ein Diagnosegerät ist, wo ein Problem am Körper aufzeigt. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man kann als Kunde kann man dem Schuh die Schuld geben oder man kann akzeptieren, dass man am eigenen Körper etwas verändern sollte. Aber ich muss sagen, das sind sehr, sehr wenige. Also ich würde sagen, von 100 Kunden, die einen Kibun-Schuh kaufen, von denen kommen 95
sehr gut, einmal 80, würde ich sagen, ohne irgendwelche Erstreaktionen durch. Dann gibt es vielleicht 10, die Erstreaktionen haben, die aber das auch positiv anschauen, die sehr gut mit dem können umgehen. Dann gibt es nochmal 5, die ein bisschen länger brauchen, bis mal die ersten Hürden von Erstreaktionen durchlebt haben. Und dann gibt es ganz wenige, die mit Unverständnis reagieren. Das finde ich einfach schade. Sie haben sich entschieden, dass etwas verändern an ihrem Körper. Aber sie suchen dann den Fehler beim Schuh. Merken aber auch bei denen, dass langfristig praktisch alle schlussendlich dann, zufrieden sind und erkennen auch, dass halt neue Schmerzen einmal ausnahmsweise kann geben kann, wenn man einen Heilungsprozess starten will. Was würden Sie denn jetzt nach diesen vielen Jahren Erfahrungen den Leuten raten, die die ersten Aktionen haben? Was kann man machen? Am besten meldet man sich auf dem Ratgeber auf unserer Homepage. Da wird man verbunden mit einem Mitarbeiter von uns, mit einem Mitarbeiter, der sehr viel Erfahrung hat, der aus dem Fach ist. Zuerst nimmt man mal per E-Mail Kontakt auf. In den meisten Fällen lange da, dass man dann 2-3 Tipps per E-Mail bekommt. Sonst können wir telefonieren miteinander oder man kann auch bei uns vorbeikommen oder man kann Videos einschicken, dann schauen wir, können sie echt irgendwo an der Haltung am Gang liegen. Also aus unserer Sicht setzen wir alles daran, dass wir unsere Kunden, die sich entschieden haben, einen Kibun-Schuh zu kaufen, auch zufriedenstellen können. Sie haben vorgängig gesagt, dass Kibun-Produkt ein Trainingsgerät ist. Gibt es da irgendwelche Sachen, die man beachten muss, wenn man da neu anfängt mit Kibun-Produkten im Alltag zu arbeiten? Wie gesagt, 8 von 10 müssen nicht viel beachten, müssen gar nichts beachten. Die sind sofort begeistert, wenn es läuft. Und dann merken sie, oh wow, das verändert meinen Körper in eine positive Richtung. Und bei den anderen raten wir auch, eben, sich einmal zu melden bei unseren Fachleuten. Man kann natürlich auch auf der Webseite schon schauen, was muss ich jetzt bei einem Knieproblem machen, auf was muss ich schauen bei einem Rückenproblem. Bei einem Rückenproblem tut man eher ein bisschen schneller laufen, mal ein bisschen locker treiben zwischendrin. Bei den Knieproblemen ist es eher Präzision, die entscheidend ist. Aber auf all diese Sachen wird auf der Homepage hingewiesen und im Ratgeber findet man auch die entsprechenden Übungen. Sie haben es vorhin noch verglichen mit einem Fitnesscenter. Dort muss ja auch jeder individuell schauen, wann er für Gewicht kann lupfen kann, wie viele Wiederholungen er machen kann. Ist es beim Kibun-Schuh ähnlich oder können die Neukunden gerade anfangen, den Kibun-Schuh trägt und den ganzen Tag trägt und es funktioniert? Oder muss man da auch individuell nach Zustand schauen? Man kommt ja beim lokalen Händler kommt man schon Grundtipps über. Bei den meisten funktioniert es automatisch, bei den allermeisten funktioniert es, wie gesagt, automatisch. Und sonst geht man einfach am besten langsam, probiert es einmal. Ich kann jetzt nicht sagen, eine Stunde oder zwei Stunden oder nicht mehr als eine halbe Stunde. Ich würde ja auch nicht, ohne jemanden zu kennen im Fitnesscenter, sagen, legen Sie mal 10 Kilo auf oder legen Sie mal 50 Kilo auf. Am besten probiert man das selber aus. Und wenn man gespürt, dass es unangenehm wird, also dass das Laufen jetzt anstrengend wird, dann macht man am besten einmal eine Pause von einer halben Stunde, macht dann wieder weiter. In den allermeisten Fällen ist das Problem, das unangenehme Gefühl dann schon weg und macht wieder weiter und probiert einfach ein bisschen Grenzen aus, ohne am Anfang in den ersten 1-2 Wochen möglichst nicht über Grenzen auszugehen. Man tut ja eben die Kunden darauf hinweisen, dass erste Aktionen geben kann. Gibt es denn auch Beschwerden, Schmerzen, wo man sagt, okay, da macht jetzt das Kibun-Produkt keinen Sinn? Ich würde sagen, der Kibun-Schuh oder die Matte macht nur dort keinen Sinn, wo man muss sagen, der Mensch der kann jetzt nicht barfuß auf weich elastischem Moos laufen oder auf Lehm, auf federndem Lehm, nahegebendem Lehm, dort kann man nicht laufen. Wenn jemand das nicht kann, dann würde ich vom Kibun-Schuh abraten und sonst würde ich Kibun-Schuh allen empfehlen. Super, vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank, Herr Zbinden.